Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sunkenland mit dem Voucher und mit dem Alderle. Schön, dass ihr da seid. Ich rechne heute wieder mit einem Angriff, deswegen mache ich schon mal die Bude dicht, damit wir da später nicht irgendwie wieder überrascht werden. Ziehen wir uns gleich die Waffen an und dann habe ich was Größeres vor. Ich will heute einiges bauen, denn ich plane für den Freitag einen großen Base-Erweiterungsabschnitt und dafür brauchen wir noch Öfen. Die werde ich mir hier gleich schon mal raussuchen. Schalali, zwei Stück brauche ich da. Ich mache mal einfach zwei anpinnen. Dann hätte ich gerne noch eine Taucherflasche gebaut, damit wir die wechseln können, wenn wir in tiefere Gefilde vorstoßen. Ich muss jetzt nur gleich hoch, ne? Bumm, ich habe mir eine Liste gemacht. Am Freitag will ich einen großen Base-Erweiterungsabschnitt machen, weil das hier ist mir echt zu eng. Und ich war zwischen gestern und heute nochmal an der Gummientensinsel, habe nochmal Erze geholt, damit wir schmelzen können. Jetzt pass auf. Ich glaube, am allerbesten wird es sein, ich mache mit ihr. Ziehe mir auch hier schon mal die Muni hin. Und ich nehme sie, weil ich mit der noch ziemlich gut klarkomme. Und ziehe mir da auch schon mal die Muni hin. Damit sollten wir eigentlich recht gut ausgestattet sein. So, jetzt gruscheln wir mal kurz zusammen, was wir haben, was wir brauchen und was noch fehlt, dass ich eine Übersicht habe. Ich brauche auf jeden Fall 30 Holz. So, dann nehme ich schon mal 40. Ich brauche auf jeden Fall 15 Metallschrott. Dann machen wir die 30. Dann brauche ich 16 Gummi. Da weiß ich nur nicht mehr, wo ich die habe. Hier, Gummi. Dann können wir die Öfen bauen. Dann brauche ich für die Taucherflasche noch einmal die Gudalen hier. Habe ich da genug? Jo, es reicht gerade, Leute. Und ein Barren. Und da war ich ja schon mal fleißig jetzt. Ich habe schon mal vorgeschmolzen. Jetzt nicht allzu viel, aber Barren. So, dann würde ich sagen, wir bauen das schon mal. Gehen wir hier wieder mit unserem Trick, den ihr mir gezeigt habt. Ich baue die Taucherflasche. Bams. Jetzt habe ich mir überlegt, damit das alles einigermaßen hinhaut, baue ich das Bett hier weg. Den Reparierer baue ich auch hier weg. Den müssen wir nur irgendwo anders wieder aufsetzen. Ziehen wir mal den Reparierer hier rein. So, weil das ist mir alles zu eng hier. Selbst wenn wir noch 10-mal höher bauen, es ist einfach so, dass ich im Real Life so eine Bude habe. Ja, und ich bleibe ständig irgendwo hängen, mache was kaputt. Und das möchte ich jetzt einfach vermeiden, indem wir in-game einfach uns ein bisschen. Ja, guck mal, das langt doch, wenn ich den hier so hinsetze. Bäm. Oh, da fehlt mir jetzt aber ein Gummi. Da habe ich jetzt aber ein Gummi zu wenig. Nehmen wir das einfach schon mal rüber. Zack, zack, zack. Dann setze ich den anderen hier hin. Ja, genau. Das vergesse ich aber auch jedes Mal. Wie gesagt, die kriegen später eine wunderschöne Werkstatt. Jetzt im Moment erstmal so. Dann brauche ich Holz. Habe ich natürlich besorgt, als ich jetzt unterwegs war. Dann machen wir hier Holz rein. Holz rein. Denn wir brauchen alleine für den ersten Umbauabschnitt. Also es wird noch einen zweiten geben, irgendwann später. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich brauche mindestens schon mal 30 Barren, ne? Und im Moment habe ich 9. Ja, das heißt, jetzt können wir hier ein bisschen vollladen. Dann machen wir den, den und den. Boom. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut, dass das läuft. Jetzt habe ich leider keine Komponenten mehr, aber da gibt es Schlimmeres. Übrigens habe ich auch bei der Händlerin ein bisschen gehandelt, als ich von der Gummientensinsel zurückkam. Ich habe das Gefühl, mit Baumwoll und Baumwollsamen kriegst du auch recht gut Material von ihr. Da habe ich gar nicht so viel verbaut. Also da könnte man eventuell überlegen, ein Beet anzulegen, weißt du, wenn das so ergiebig ist. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier nicht alles rausschmeiße. Die ist gefüllt. Das Bett muss ich aufbauen, richtig? Ich habe mir überlegt, wir pennen so lange oben, bis der Umbau am Freitag durch ist. Bei der Kiste hier, weißt du? So. Einfach hier ganz nah an der Kiste. Bupp, Bett ist wieder aufgebaut. Okay, Hunger hast du immer. Das wissen wir, das ist auch deins. Dann habe ich jetzt eine zweite Taucherflasche, weil wir gehen nachher auf jeden Fall on Tour. Ich muss es gerade mal ein bisschen hinziehen, dass ich da eine Übersicht habe. Gummi und so mache ich gleich wieder weg. Jetzt pass mal auf, jetzt haben wir ja eine ultraschnelle. Das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Bumm. Und schon habe ich fast die Hälfte von dem, was ich brauche. Natürlich wird mir dann irgendwann das Material hier wieder ausgehen. Aber das ist nicht so schlimm. Dann holen wir nämlich Neues. Okay. Das Gummi packe ich wieder hier rein. Soweit sind wir wieder aufgeräumt. Jetzt kommt der nächste Clou. Ich möchte drüben, da habe ich nämlich schon angefangen. Ihr seht oben Bäume rauswachsen. Ich will noch ein paar mehr Beete setzen, damit wir da drüben ein bisschen Zitronen noch anpflanzen und eben noch mehr Bäume. Dann brauche ich nicht immer so weit raus, wenn ich Holz hole. Die Beete waren bei Essen und Trinken drin. 12 Holz und 3 Stoff ist 1. Ich würde mal behaupten,
So. Ich nehme das jetzt alles mal mit rüber. Und dann hoffe ich, dass jetzt nicht gleich der Angriff kommt. Weil wir müssen ja das hier, wenn ich das erweitere, zum Teil auch umbauen. Da habe ich aber schon eine Idee, wie wir das schön in der Folge verpackt kriegen. So, ich schwimme kurz rüber. Ja, das muss auf jeden Fall. Was mache ich denn, wenn die mich jetzt zum Beispiel angreifen würden? Auf der Seite hier. Boah, das kriege ich ja im Leben nicht mehr verteidigt. Das ist vorbei, ne? Können wir eigentlich nur hoffen, dass kein Angriff kommt, bis ich hier fertig bin. Ja, also hier habe ich 7 Stück. Da würde ich gerne mal noch 3 Stück dazu nehmen. Machen wir mal 1. Erstmal, weißt du? 2. 3. Gut. Das da oben wird Rheinwald. Und hier... Eigentlich würde ich sie gerne vorne setzen. Ich hoffe halt, dass sie mich da nie angreifen, dann auf der Seite, ne? Machen wir mal 1. 2. Auf die Kante darf ich es nicht. Das hat er jetzt gerade nicht erlaubt hier. Und dann machen wir da vorne noch 3 Stück hin. Okay, das war's schon. Alles verbaut. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich keine Seeds mehr, oder? Ich sehe keine. Ich sehe keine. Doch, Zitronenseeds. Und die da. Ich höre halt immer hin. Machen wir mal erstmal eine Fuhre nur Zitronen. Dann ist das schon mal erledigt. Die kann ich ja gleich mit rübernehmen. Die Würmer auch. Das nehme ich alles mal mit rüber. Dann ist das schon mal aufgehoben. Gut. Komm, wir hauen hier ab, bevor sie kommen. So. Dann kann das rauswachsen. Wir können drüben schmelzen. Und ich werde das jetzt halt vorbereiten, sodass wir am Freitag die Mats haben, die ich brauche. Es dreht sich hier um einiges an Holz, an Barren und an Scrap Metal. Das heißt, für Scrap Metal müssen wir wahrscheinlich nochmal weg. Deswegen machen wir auch noch einen Loot-Ausflug heute. Ne? So, Taucherflasche 1 habe ich auf. Taucherflasche 2 habe ich gefüllt. Da sind die Tools im Moment drin. Nochmal für euch. Hier habe ich so Sachen drin. Da müsste ich jetzt mal gucken, ob ich die noch dazu bekomme. Unter anderem habe ich auch die Würmer hier drin. Das wird allerdings nicht reichen. Dann nehmen wir das raus, machen das hier rüber. Ja, und das reicht natürlich auch nicht. Die können wir heute auch verballern. Dann kann ich das hier rüber machen. Und den Pudding nehme ich mit ins Boot. So, guck dir das an. Machen wir hier zu. Also entweder kommen sie jetzt gleich. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, aber das geht. Aber jetzt noch los, ist auch blöd. Dann würde ich fast sagen, ich mache eine kleine Schmelzblende. Hole ich dazu, wenn ein Angriff kommt. Weißt du, wie ich meine? Mache ich eine Schmelzblende. Das heißt, ich hocke jetzt hier hin, schmelze nur. Und hole ich einfach dazu, wenn ein Angriff kommt oder wenn wir morgen früh los können. Sowas in die Richtung. So, pass auf, das räumen wir noch kurz zusammen weg. Dann ist das alles wieder in Ordnung. Das muss ich verteilen. Das ist unser Essen. Das Holz können wir vielleicht gleich mal hier wieder einfüllen. Zieh dir das mal rein. Mit 3 Schmelzen ist natürlich hier alles kein Problem. Also noch kein Angriff, aber mir ist wieder eingefallen, dass viele von euch gesagt haben, der Revolver wäre so gut, den wir hier entdecken können. Vielleicht bauen wir uns den auch mal, Leute. 8 Metall. Ich habe jetzt schon angefangen, unsere Projektkiste zu richten. Die wäre hier. Die Metalldinger haben wir hier. Was fehlt uns noch? Für einen Barren, den opfere ich jetzt, ne? Ist klar. Guck dir das mal an, wie das abgeht. Wie das abgeht. Also ich entdecke den jetzt mal. Selbstgebauter Revolver, denke ich mal, mit Schwarzpulvermunition. Ne? Die ist halt super leicht herzustellen. Ich habe ihn entdeckt. Jetzt müssen wir mal gucken, was uns fehlt zum Bau. Ist der hier. Nochmal 10. 6 Waffenteile. Aber die Waffenteile habe ich jetzt im Moment noch nicht. Ne? Warte mal, ich mache das mal rüber. Die Frage ist jetzt eher, ob ich die so schnell finde. Konnte man die nicht auch mittlerweile herstellen? Oder muss ich das erst entdecken? Hier, Waffenteile, ja. Aber da habe ich jetzt keine Komponente. Das halten wir mal auf dem Schirm, ja? Doch, den Revolver, ich glaube, den baue ich mir dann auch, wenn ihr sagt, der wäre so gut. Ich hefte ihn schon mal an. Die Waffenteile fehlen uns. Zum Entdecken der Waffenteile brauche ich die Mats. Ja, und ich habe leider keine Komponente mehr und eine herstellen finde ich jetzt zu teuer. So, das haben wir erledigt. Die Kohle mache ich jetzt hier rein. Die werde ich wieder zum Teil tauschen. Je nachdem.
Und ich habe für den Umbau schon fast alles zusammen, außer hier die Geschichten. Das heißt, wir müssen on Tour. Komm, wir schlafen schon mal. Beziehungsweise ich mache noch einen Schmelzründel und hole ich dann morgen früh rein. Ist natürlich jetzt super früh, 4 Uhr, aber einen wunderschönen guten Morgen in der Richtung. Wir essen. Ich trinke unten. Ich trinke unten hier. Einmal voller Hämmer getrunken. Ist da noch was auf dem Grill gewesen? Ich glaube nicht, aber ich hatte noch ein Gräbsle hier drin, glaube ich. Nehmen wir mal beide mit. Einen essen wir gleich. Den würde ich da lassen jetzt. Das nehme ich auch mit. Die nehme ich mit. Ist der auch gebraten? Der ist auch gebraten. Gut, ich würde trotzdem sagen, wir ziehen los. Zwei Taucherflaschen haben wir heute dabei. Kann auch sein, die kommen jetzt gleich. Ich lasse mal die Waffen und die Muni ausgerüstet heute. Sicher ist sicher. Wenn wir nachher dort vor Ort sind, irgendwie kann ich ja hier rüber schichten, weißt du? Erst wenn wir vor Ort sind. Das hier brauchen wir auf keinen Fall, falls ein Kampf kommt. Das bleibt so, das bleibt so. Dann fahren wir heute. Ich hatte überlegt, dass wir. Wo war denn der Spot? Überschwemmtes Stadtzentrum nicht unbedingt. Maschinenfabrik ist hier Bezirk 43, würde ich gerne mal. Lass uns mal zum Bezirk 43 fahren. Ich glaube, das war ja ein bisschen tiefer. Wir müssen halt gucken, ob Haifische da sind. Die muss ich dann entsprechend goldig. Die muss ich dann entsprechend goldig rauspullen. Ne, hier irgendwo war doch das Stadtzentrum bei diesem Masten, ne? Ist nicht so weit weg. Wir sind gleich daheim, falls ein Angriff käme. Bezirk 43 hier einmal. Jetzt pass auf, ich mache erstmal kurz Orientierungsmaßnahme. Er ist gerade ziemlich dunkel, ne? Ja, aber es wird gleich hell, dann sehen wir genug. Holen wir schon mal die ersten Sachen. Wie gesagt, wir brauchen für den Revolver auf jeden Fall. Haben wir. Revolver ist, glaube ich, schon mal geklärt. Den oberen Bereich mache ich ohne Sauerstoffflasche und wenn ich tiefer muss, kann ich sie anziehen, ne? Sehr geil. Ja gut, wir sehen jetzt nicht allzu viel, ne? Das ist nicht so. Es gibt aber, glaube ich, auch einen Helm mit Licht, gell? Habe ich gesehen. Ich weiß nur nicht, ob der unter Wasser dann funktioniert. Jo, aber weißt du was? Es ist 5.40 Uhr und spätestens 2 Ingame-Stunden sehen wir wieder alles, was wir sehen müssen. Hier, es geht ja schon langsam los. Guck mal hier. Okay, ja, das habe ich natürlich nicht bedacht, dass ich die Axt dann brauche. Stoff, Holzplanken. Machen wir eine gemütliche Farmrunde. Für morgen habe ich ja was Größeres aufgeschrieben schon. Denn viele haben von euch gesagt, dieses Polizeirevier wäre so eine coole Nummer. Vielleicht gucken wir mal, wo der Spot ist. In den Kommis habe ich es gelesen, der ist nicht so weit weg. War das für morgen? Ja, Lootausflug Polizeirevier und Freitag dann die fette Umbaugeschichte. Bis dahin habe ich genug Mats. Wobei ich muss sagen, so wie das jetzt gerade abgeht mit dem Schmelzen. Da Polizeiauto, welch Zufall gerade, ne? Ah, richtig, Munition kriegst du aus denen. Das ist natürlich eine coole Geschichte. So wie das jetzt gerade abgeht mit dem Schmelzen, kann auch sein, dass wir gleich den Gesamtumbau machen. Also ich habe eine Vorstellung von unserem Base-Gebäude. Guck mal, wie schön das ist morgens hier. Und die will ich umsetzen auf zweimal. Aber jetzt habe ich so viele Barren schon. Da könnte man die Grundfläche eventuell in einem Rutsch machen. Und die Wände machen wir dann später. Zeige ich euch aber dann. So, guckt ihr das an. Jo, jetzt im Moment tauche ich nochmal auf und ab. Die Sauerstoffflasche, wie gesagt, die nehme ich dann, wenn es wirklich Not am Mann ist. Sehe ich dann auch gleich, ob irgendwelche Haifische in der Nähe. Nee, Mallis. Mallis mit der Familie ist wieder da. Die Mallis. Das da unten könnte ein Erz sein. Den würde ich dann mitnehmen. Den Erz. Jetzt ist ja auch der Loot-Respawn drin, ne? Übrigens, ja, ich habe es jetzt auch schon ganz oft gelesen und immer wieder mal, Fernglas. Diese Loot-Container, wenn du den nicht ganz leer machst, bis auf eins, wissen wir ja, dass dann beim nächsten Mal einloggen wieder Mats drin sind. Ich persönlich würde den Loot-Respawn einfach mal gucken, wie der so ist, den sie jetzt drin haben, ne? Ich glaube 10% alle 10 Tage, dass man sich darauf einstellen kann, weil vielleicht geht es irgendwann nicht mehr mit diesem drin lassen und wieder auffüllen beim Einloggen. Ich gucke mir das so an, ne? So, guck dir das an, dann kriegen wir das heute auf jeden Fall gemacht. Die zwei Waffenteile sind kein Problem. Cool. So, lass mal kurz reingucken. Also das Fernglas, das kann ich dann verkaufen. Hier haben wir sogar ein Waffenteil gefunden. Dann brauche ich ja nur noch eins bauen, weißt du?
Dann haben wir Gummi, zwei Komponenten, ein bisschen Glas. Ganz wichtig ist die Geschichte hier. So, habe ich jetzt das Gebäude, da ist noch ein Container, den nehme ich jetzt gleich. Wir lieben die Container. Ah ne, das ist nicht der, wo so schnell das Metall kommt. Komponente ist gut. Nochmal ein Fernglas zum Vercheckern, auch recht. Hier müssen wir noch reinlinsen. Ich könnte natürlich auch immer kurz, bevor ich keine Luft mehr habe, die Sauerstoffflasche aus dem Inventar ziehen. Das geht doch bestimmt, oder? Wenn ich die dann einfach hier rüberziehe, dann könnte ich gemütlich als dranbleiben. Weil ich bin eher so ungeschickt, was das Ziehen angeht. Ne? Ich will sie mir lieber ein bisschen aufsparen, weißt du? Ah ja, da ist ja noch ein Riesendings da. Da ist ja noch einiges hier zu holen. Was haben wir denn? Höchstens 20%, oder? 19. Sehr geil. Gut. Also letzte Maßnahme, dass ich da nochmal kurz gucke. Diese Steine, die irritieren mich jedes Mal. Es sind aber nicht wirklich Erze, ne? Ich schwimme trotzdem nochmal hin, dass ich sicher bin. Ja, ich glaube nicht. So, den Stock haben wir. Den haben wir, glaube ich, auch komplett gemacht. Damit sollte dieses Gebäude leer sein. Ja, ist leer. Dann haben wir aus der Brücke die Sachen rausgeholt. Ich guck mal ganz kurz. Hier geht's weiter in diesem abgefratzten Gebäude. Da liegt super viel Metall und Metall brauche ich ganz viel jetzt. So. Ich würde sagen, gönnen wir uns mal die erste Flasche. Ist ja nicht so, dass sie kaputt geht. Ich muss ja nur wieder füllen daheim, ne? Gönnen wir uns mal die erste Flasche. So, Metall bitte. Jo, und den Recycler oder was soll ich auch bauen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Aber davon mal abgesehen, würde ich eh alles bauen, was ist angezeigt, weißt du? Also mache ich schon. Mache ich schon. Vielleicht nicht alles in der Reihenfolge, wie es andere machen, aber ich mache das dann auch. Ist doch klar. Wollen wir doch sehen, ne? Hier, guck mal. Ja, du, da bin ich jetzt. Ich bin so ein bisschen überrascht, wie schnell das ging mit den zwei Schmelzen. Deswegen, weißt du, ich habe das echt geplant, dass ich da eine komplette Offscreen-Runde noch machen muss. Ist aber nicht so. Wir haben das schon fast zusammen, was ich brauche. Der Vorteil der Taucherflasche, ziehst du ja mal rein, weißt du? Einfach hier kurz rum alles einsammeln, was du da eben findest. Hier. Brauche ich mir vielleicht noch eine dritte? Ich bin dann eher so ein Typ, wo dann das, ich fühle das mehr, wenn ich dann sage, okay, wenn ich drei habe, dann habe ich wirklich genug. So, ich hole mal Luft. Die ist ja bald durch. Dann würde ich die jetzt nochmal abhängen. Gehen wir mal kurz zum Boot. Komm, wir gehen mal kurz ausladen, ein bisschen was. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier so. Ah ja, guck mal, da habe ich ja jetzt genug Zeugs drin hier, ne? Machen wir mal die Sache rüber, die zur Not auch zur Händlerin gehen kann. Glas. Das hier. Die Muni, die lasse ich mal da. Machen wir das hier. Das. Hast du Hunger, Durst? Nee, geht. Hier, das brauche ich gerade noch in der Übersicht. Ne? Gut, weiter. Komm, lassen wir uns gar nicht aufhalten. Ziehen wir durch. Erstmal außenrum alles wieder. Hier, guck mal, gelbe Kiste. Ne, also hier, wenn du nur eins rausholst oder bis auf eins alles rausholst, respawnt es beim Einloggen. Aber habe ich jetzt eins drin gelassen? Dann war es aber keine Absicht. Bist du broken oder nicht? Ja, die ist kaputt. Die löst sich nur nicht so schnell auf. Nächstes, dann haben wir da unten nochmal Metall, das hole ich gleich. Oben stehen nochmal Möbel mit Holz, ist auch nicht verkehrt. Jetzt kommt kein Angriff, ne? Weißt du, was ich manchmal befürchte oder glaube? Dieser Angriff, wenn du von deiner Base weggehst, dass das gerade so eine Art, dass sich das überschneidet. Hat von euch jemand, wenn er dann mal an einem Loot-Spot war, schon mal einen Angriff gehabt? Bei mir war das schon ein paar Mal, aber jedes Mal eigentlich so kurz bevor ich von der Base weg bin erst. Dass sich das überschneidet vielleicht, ne? Weil eigentlich ist ja blöd, überleg mal, du bist ganz im Norden, deine Base ist ganz im Süden, dann hast du natürlich Kepler auf, ne? Bis du daheim bist, ist die Base weg. Vielleicht hat sich's einfach nur überschnitten. Könnt ihr mal gerne eure Erfahrungen teilen, wenn ihr möchtet. So, ich glaube, den Bau haben wir. Schwefel habe ich mittlerweile immer noch sau viel daheim, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt mitnehmen muss. Nach roten Algen habe ich jetzt in dem Fall gar nicht geschaut heute. Hab ich bestimmt schon wieder 10 Stück liegen lassen, aber inwiefern lässt man die denn liegen, wenn man gar nicht darauf achtet, ne? Das große Gebäude machen wir gleich. Jetzt gehen wir noch hier zum Auto. Im großen Gebäude hauen wir dann nochmal die andere Taucherflasche raus, ne? Ja, sehr schön. Der Lootausflug ist heute länger im Anteil, als ich gedacht habe.
diesen Felsen. Hier ist wieder so eine Röhre. Ich guck mal eben kurz rein. Ich guck mal durch die Röhre. Kann sein, dass wenn man da reintauchen kann, nehmen wir die Flasche. Hier, die ist verschlossen. Hier ist ein Reifen drin. Gummi ist nie verkehrt. Kann man immer mal gebrauchen. So. Da ist nochmal so ein abgebrochenes Stück. Liegen da unten zwei Metallnähne? Ja, aber diese... Ach, diese... Jetzt denke ich gerade, ich bin aber arg weit bei meiner Base, Honey. Diese Brücke haben wir damals von der anderen Seite aus gemacht. Die führt praktisch zur... Da, guck, jetzt habe ich mal eins gesehen. Das ist dann der Moment, wenn du an die Farbe Rot denkst, siehst du nur rote Autos, dann geht's. Ja, ja, bau ab, bau ab. Es ist jede Menge Material. Wir brauchen halt knapp 90 Stück von denen, allein für die Grundfläche, die ich da umbauen will. So, ich glaube, dass wir uns gleich in die Mitte bewegen können. Wie viel Prozent hast du von dem Spot jetzt? 46. 46. Ne, hier waren wir ja. Das ist das leere Gebäude. Dann sind wir hier außen rum. Dann haben wir das Abgefratzte hier gemacht. Ich schaue gerade nochmal ganz gemütlich, dass ich nicht irgendwie jetzt so ein Hauptteil... Oh, du musst Luft holen, Diggerle. Sonst wird es langsam eng. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So, wir gehen einmal ausladen. Dann machen wir einfach mal die Mitte vom Gebäude. So. Was können wir rüber schaffen? Ich würde sagen, machen wir mal die Sachen rüber. Das essen wir jetzt. Dösle, dann ist er wieder zufrieden und glücklich. Die ziehe ich jetzt an. Und da oben habe ich dann die zum Wechseln. Unten liegt alles drauf soweit. Ja. Gehen wir mal gucken, was wir noch rauskriegen. Ja? Da habe ich sie ein bisschen früh aufgezogen. Oder? So, fangen wir oben an. Zack, dann lasse ich erst die Luft ein bisschen runter ticken gleich. Und dann ziehe ich sie an. So, da ist noch ein Tischle, nehmen wir mit. Hier ist auch noch was. So, und den mache ich auch noch. Falsche Taste, Diggerle. Jetzt hast du wieder das, den Effekt wie immer. Ich bin vollgeladen. Aber ist nicht so tragisch. Das, was wir haben, haben wir. Das ist schon mal gut. Ein bisschen schmelzen müssen wir noch. Kein Platz mehr für irgendwas. Ne? Das heißt, hier raus. Mittlere Gebäude ist noch offen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich kurz heimgehe, auslade und wir das dann gleich im Anschluss noch machen. Weißt du, wie ich meine? Das war... Ich nehme aber an, wenn ich jetzt heimkomme, kriege ich gleich einen Angriff rein. Das heißt aber auch... In dem Fall würde ich ganz kurz mal hier... Doch, die Muni ist hier, das ist hier, die Waffen sind auch hier. Wenn da jetzt was käme, käme's. Machen wir so. Also ich fahre zum Ausladen, hole euch rein, wenn ein Angriff kommt oder wenn wir hier wieder anfahren, um die Mitte noch zu looten. Ich verräume jetzt nur kurz den Loot. Den Revolver wollten wir ja testen. Habe ich komplett vergessen schon wieder. Ich hole euch gerade mal mit dazu. Dass wir den Revolver vielleicht gerade mal noch eben bauen. Das habe ich oben gelagert, das weiß ich. Pudding auf Pudding. Dösle lasse ich mal hier drin, dann habe ich auch die Sachen. Was brauchen wir denn? Ist 6 Barren für 6 Waffenteile? Hatte ich nicht im Boot Waffenteile? Ich muss noch mal kurz gucken. Wo ist denn die? Wo ist denn die Tür? So. Ah ja, eins hatte ich und das hier nehme ich mal noch gleich mit. Schlägt die Musik gerade um? Nee, ne. Also die Waffenteile, kann ich die hier bauen? Oder war das war oben, gell, in dieser Werkzeug, in dieser Waffenbench? Waffenwerkbank. 5 Teile muss ich bauen. Ne, das war nicht hier drin. Habe ich sie überhaupt schon freigeschalten? Ne, ich habe sie ja noch gar nicht freigeschalten. Dann kann es sein, dass es gar nicht reicht. Ja, es war klar. Was ist rausgeflogen? Holzkohle. Aber für Entdecken... So, Gegenstand ist freigeschalten. Theoretisch würde ich es jetzt hier drin irgendwo vermuten. Bei Ersatzteile hier. Ach, Komponenten. Nee, Leute, dann langt mir das nicht ganz. Dann langt mir das nicht ganz. Ne? Ich brauche 6 Waffenteile. Das heißt, 5 Waffenteile kämen wir jetzt auf 15. Nee. Also ich lade aus und dann looten wir weiter. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch heute. Machen wir das mittlere Gebäude.
In der Hoffnung, dass wir da noch genug Zeugs kriegen für den Revolver. Metallschrott haben wir jetzt genug für meinen ersten großen Umbau, den ich geplant habe. Holz ist kein Problem zu besorgen. Das heißt, der Freitag steht auf jeden Fall. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich habe nur vergessen, jetzt die Taucherflasche aufzufüllen, aber eine hatten wir noch. Gehen wir gerade ein bisschen näher ran vielleicht. Sag mal, haben wir den Kran schon gesehen? Wie habe ich denn da... Guck mal. Ah, hier ist es. Ich habe da gerade geschwören können, ich hätte einen gelben Kran gesehen. Jetzt ist es soweit. Warte mal, ich guck mal rein. Seht ihr das hier? Das ist das Schild. Ich dachte gerade, es wäre ein gelber Kran. Oh, da ist noch ein Auto, das habe ich vergessen. Fupp ich direkt hin. Denn wir brauchen natürlich weit mehr als das, was ich rausgeschrieben habe. Ich habe nur mal die Erweiterung der Fundamente und Spikes aufgeschrieben. Ne? Weil ich möchte das gerne so immer erweitern, wenn ich Fundamente setze, die zur Base, also zum Außenrand der Base gehören, dass wir gleich die Materialien besorgen für die Spikes. Weil bisher, muss ich sagen, hält das alles ziemlich gut. So. Also, ja, hier ist natürlich ruinentechnisch. Hier siehst du... nicht alles immer gleich. Das ist gerade nur wegspawnt. Warte, ich zieh die neue auf, dass wir gleich mal unten bleiben. Das mache ich dann ohne Flasche fertig. Sehr gut. Jo, das passt. Machen wir morgen die Suche nach dem Polizeirevier, von dem ihr gesprochen habt. Ich glaube, das war unten drunter das andere, gell? Ne, die Couch steht noch. Ist irgendwie die Hitbox ein bisschen kaputt. So, ich glaube, hier habe ich jetzt soweit alles. Gehen wir weiter. Müsste nicht dann normalerweise hier auch ein Safe drin sein? Sollen wir den mal primär suchen, geschwind, solange ich noch Sauerstoffding habe? Hier ist bestimmt irgendwo ein Safe. Hier ist eine Blaupause, die kann ich gleich entdecken. Ja. Vielleicht gibt es hier auch wieder so eine Geschichte, wo man rein kann, weißt du? Naja, da müsste ich die Sauerstoffflasche richtig füllen. Ich nehme mal das mit, was ich jetzt sehe. Sollte man so machen, wenn man viel übersieht, so wie ich. So, die Sachen habe ich. Hier ist noch eins. Ja, jetzt geht langsam die Sauerstoffflasche zur Neige. Habe ich den gemacht hier? Zeigt es nichts an. Vielleicht ist der Safe auch nicht zwingend jetzt in diesem Gebäude drin, wie ich es gedacht habe, ne? Minimal ist. Ah ja, aber hier muss ja noch jede Menge sein, ne? Also hier, die Reifen habe ich auch liegen, nicht liegen sehen. Taucherflasche geht langsam leer, aber das macht nichts. Wir sind an einem guten Punkt. Dann kann ich heute nochmal schmelzen, kann drüben an den Gärten nochmal Holz holen. Dann ist Freitag Geschichte, dann können wir morgen einfach die Folge so steuern, dass wir direkt auftauchen und Luft holen. Kaum ist die Flasche aber auch. Schreibtisch. Ich habe mal gelernt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich mal ganz kurz... Also da waren wir ja jetzt drin. Diese Außendinger, die haben wir eigentlich alle. Da drüben ist noch eine Röhre. Da könnte noch was drin sein. Oder habe ich in die beiden reingeschaut? Ja, haben wir reingeschaut, gell? Ich schätze mal, irgendwo geht es noch rein. Es ist so eine Art, wie letztens, wo mal so eine kleine Mini-Ruine reingetaucht sind. Ich schätze, sowas gibt es hier auch noch. Ja, das haben wir durchgeguckt. Ich gucke trotzdem nochmal rein, einfach um sicher zu gehen, dass ich es nicht verwechsel. Und ich schätze einfach, in diesem Gebäude ist auch noch jede Menge Material drin. Die Außengebäude haben wir ganz gut okay sauber gemacht, glaube ich. Ich schwimme jetzt noch einmal kurz rein, ohne Flasche. Und dann gehen wir nach Hause. Ich guck gerade, was ist denn da hinten an dem Türmchen? So, komm, ich gehe noch einmal rein. Sehr geil. Hä? Ich bin woanders rein, gell? Okay, da müssen wir halt nochmal hin. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere Seiteneingängchen, das ich nicht gesehen habe. Jo, da ist auch noch eine gelbe Kiste, die hole ich jetzt auch noch. Einmal nochmal kräftig Luft geholt. Ja, das ist wahrscheinlich so, dass ich da, wo ich gerade rein bin, nicht durchkomme auf die Seite hier, ne? So, hier muss man ein bisschen ziegeln immer. Da steht auch noch ein Kühlschrank.
Okay, sehr gut. Vier Komponenten. Ich bin irgendwie komplett woanders rein. Ist Metall, gell? Ich muss raus, sonst habe ich keine Luft mehr. Ich tauche nochmal rein in die Kiste, den Kühlschrank. Da haben wir hier noch ein paar Geschichten. Oder nee, weißt du was? Können wir uns die Ecke merken? Dann würde ich die Sauerstoffflasche nochmal füllen. Auf der anderen Seite, ich vergesse doch das. Komm her, ich gehe nochmal rein. Ich gehe einfach nochmal rein. Hier, bau das mal ab. Wir werden jetzt eh nicht alles mitkriegen, denke ich. Hier ist jetzt leer. Den nehme ich noch mit. Habe ich direkt gefuttert. Und da hinten ums Eck war auch noch was, gell? Komm, einen Tauchgang machen wir noch. Wir sehen ja noch ein bisschen was. So. Wie viel Prozent hast du von dem Spot jetzt? 87. Ja, wir kommen langsam Richtung Ende. Allzu viel ist nicht mehr drin. Komisch, die letzte Zeit war ja mit den Angriffen, ne? Bevor ich gesagt habe, ich mache die angriffsfreien Tage, hatte ich das Gefühl, die sind ständig. Und jetzt so im Moment habe ich so das Gefühl, okay, wenn es so bleiben würde, hätte ich auch kein Problem damit. Weil jetzt hast du ja doch ein bisschen Luft gehabt zum Looten und so. Ja, irgendwo ist hier noch wahrscheinlich ein Tresor und ich habe den aber nicht gesehen. Gehen wir nochmal die Tage durch. Hier sieht es aus, als wäre irgendwie eine Tür, aber es war die Außentür, ne? Ich muss Luft holen. Ne, wir gehen nach Hause. Ich glaube, wir haben ziemlich gut Loot abgegriffen. Kann man sich nicht beschweren. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder. Aufbruchbereit im Idealfall. Und dann gehen wir schön on Tour, suchen dieses Polizeiding. Vielleicht mache ich nochmal eine Tour Bäume drüben, dass ich die Beete nochmal abernte und ich gehe vielleicht noch einmal zu ihr ein bisschen was tauschen. Hätten wir denn jetzt genug, um den Revolver noch zu bauen? Wollen wir mal kurz gucken? Komm, wir gucken kurz. Beziehungsweise machen wir morgen einfach. Weil falls jetzt ein Angriff kommt und so, dann wird sie gepresse. Ich verabschiede mich an der Stelle, hole euch morgen rein und dann geht's weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann.